Eliten, das sind für mich die, die eine Lehre gemacht haben, sich in den Arsch geklemmt, weitergemacht und immer geschafft haben. Das sind die, die meinen absoluten Respekt verdienen. Die Elite ist nicht der HSG-Student, der mit 25 Unternehmensführung fertig studiert hat, aber noch nie geschafft hat. Diese Legende erzählen echt nur Eltern und Gymnasiallehrer. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Vergangene Woche ist in der NZZ unter dem Titel «Die Studenten vergeuden ihre Zeit» ein spannendes Interview zu lesen von einer Wirtschaftshistorikerin, die gesagt hat, Geisteswissenschaftler braucht es eigentlich nicht, weil die nachher von Pflegerinnen und Polymechanikerinnen quersubventioniert werden. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen lachen, weil ich persönlich habe das Verdikt ein bisschen ungerecht gefunden. Ich glaube nämlich nicht, dass es an den Geisteswissenschaften liegt, wenn jemand nach seinem Studium andere Ziele hat, wie auf eigenen Beinen zu stehen. Ich glaube aber, dass sich in den Geisteswissenschaften viele Leute finden, die eigentlich gar nicht hätten sollen studieren. Also wäre für mich eigentlich die Frage nicht, ob man weniger Geisteswissenschaftler haben sollte, sondern eher, ob wirklich die richtigen Leute studieren gehen, egal was. Ich habe auch etwas geisteswissenschaftlich studiert, Germanistik, und ich habe nicht das Gefühl, dass es mir schlecht da hätte. Vielmehr glaube ich, dass es ein generelles Problem ist vom heutigen Studium. Nämlich, dass viel zu viele Jugendliche ins Gymi gepeitscht werden und dass alle die, die es durch das Gymi arbeiten, auch viel zu viel meiner Meinung nach dem Gymi, wo ihnen auch keinen Spass gemacht hat, gar nicht wissen, was mit ihrem Leben machen. Ja, was will man denn machen nach dem Gymi? Wenn einem immer eingetrichtert wird, dass man ein Gymi machen muss, dass es etwas gibt aus einem, dann kann man ja schlecht nach dem Gymi ganz normal arbeiten, weil dann hätte man auch eine Lehre machen können. Aber für irgendetwas hat man ja ein Gymi gemacht. Das heisst, viele studieren nach dem Gymi einfach irgendetwas. Und das irgendetwas sind tatsächlich oft Geisteswissenschaften, weil man das oft als einfachere Studiengänge anschaut. Ich finde aber, das tut den Geisteswissenschaften Unrecht, weil es eigentlich ein Downgrade ist, das sie nicht verdienen. Ich habe in meinem Studium ganz viele gescheite Leute kennenlernen, die Philosophie, Germanistik, Geschichte studiert haben, weil sie das wirklich interessiert hat. Nicht einfach, weil sie ein einfaches Studium wollen machen. Ich habe aber noch viel mehr Leute kennengelernt, die wirklich auf das Klischee des Geisteswissenschaften zutreffen. Die wirklich einfach weder ein Ziel noch Muse haben im Leben und einfach irgendetwas wollen studieren. Und Deutsch, das kann man ja. Darum sind viele von denen, die mit mir Germanistik studiert haben, auch langsamer vorwärts gekommen wie jede christliche Prozession. Man hat einfach gar nicht wollen. Vielleicht aus Desinteresse, vielleicht weil einem Lernen keinen Spass macht. Ich weiss es nicht. Fakt ist aber, am Studium ist es nicht gelegen. Ich persönlich bin der Meinung, man macht es sich sehr einfach, wenn man einfach immer nur die Geisteswissenschaften anprangert. Es gibt zu viele Geisteswissenschaftler. Nein, Berufslehre wird einfach zu oft als zweiklassig verkauft, was überhaupt nicht stimmt. Es gibt zu viele Leute, die ins Gymi gehen und zu viele Lehrer und Eltern, die immer noch predigen, dass es aus einem nur etwas gibt, wenn man ins Gymi geht. Und das stimmt einfach nicht. Dass dann viele etwas Geisteswissenschaftliches studieren gehen, das ist nur die Spitze vom Eisberg. Ich zum Beispiel, ich bin immer gerne in der Schule. Ich bin auch immer gut in der Schule. Und wo ich gesagt habe, ich will Germanistik studieren, bin ich ziemlich schräg angeschaut worden. Aber für mich hat es gepasst. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass man die Berufslehre wieder mehr berücksichtigt. Es ist der Königsweg, eine Lehre machen, nachher vielleicht eine BMS und dann an eine Fachhochschule. Mit wie vielen Leuten habe ich schon zusammengearbeitet, die irgendetwas studiert haben, aber einfach noch nie gearbeitet. Aber die natürlich alles besser wissen, wie sie ja schliesslich studiert haben. Ist das das etwas, das man wird, wenn man ins Gymi geht? Ich glaube, das etwas kann man sich gut sparen. Wir sollten also aufhören, die Geisteswissenschaften abwerten und uns wieder mehr darauf konzentrieren, dass wirklich die in ein Gymi und in ein Studium kommen, die das auch wollen. Nicht, wo Eltern und Lehrer finden, das wäre gut. An unserem Gymi hat man auch immer gesagt, wir seien die Elite. Bin ich das? Ich glaube nicht. Die Elite, das sind für mich die, die eine Lehre gemacht haben, sich in den Arsch geklemmt, weitergemacht und immer geschafft haben. Das sind die, die meinen absoluten Respekt verdienen. Die Elite ist nicht der HSG-Student, der mit 25 Unternehmensführung fertig studiert hat, aber noch nie geschafft. Diese Legende erzählen echt nur Eltern und Gymi-Lehrer. In diesem Sinne, arbeitet gut, bleibt gesund und eine Legende, die braucht es schliesslich. Bis zur nächsten Folge Klartext.